Hey Leute, willkommen wieder zurück zu Fire Emblem Path of Radiance. Der dritte Abschnitt des 17. Kapitels, aber wir sind fast durch, ja. Das sieht doch soweit eigentlich alles sehr, sehr schön aus, ja. Ich denke, wir werden uns hier durcharbeiten. 0, nichts. Sehen wir doch mal, ja. Ich hoffe mal, das läuft heute mal wieder alles reibungslos. So, zumindest machen wir sehr gut Schaden, das sehe ich sofort, ja. So, aber wir sind hier ein bisschen schnell unterwegs, huh? Ja, wenn ich mal sie doppelt, ist das schon relativ krass. Und er hier macht ein bisschen zu viel Schaden momentan noch. Da hilft dann erst eine Heilung weiter, aber im direkten Vergleich, du bist wahrscheinlich schnell genug, ne? Nein, nicht mal. Wow, erstaunlich. Das ist wahrscheinlich die Lanze, oder? Ja, die slowt sie down. Sehr schade. Aber was will man machen? So, muss mal sehen, wie ich mir das Ganze hier einteile, ja. Es gibt nicht mehr so viel zu tun, aber ein bisschen was schon noch. Mal sehen, ich denke, am Anfang könnte ich hier erstmal Zielhaken machen, ja. Wunderbar, das geht ja perfekt auf. So, wollen wir nicht zu viel Zeit verschwenden, ja. Dieses Kapitel kann nicht mehr allzu lange dauern. Gerade dieser Abschnitt hier sollte auf jeden Fall, denke ich, heute drin sein, ohne Probleme. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So. Also ein paar schwierige Zonen gibt es hier durchaus noch, ja. Und der hier hat einen Giftbogen, ha? Huh? Ja, wir haben unsere schöne Uniwacht, von daher haben wir auch nicht so viel zu befürchten. Hier kann ich leider nicht hin. Ich glaube, ich kümmere mich vielleicht sowieso eher um den Magier von hier aus. Hehe, das ist gemein, aber es sollte ganz gut funktionieren, ja. Damit gleich mal eine Vieh noch ein Stück weiter nach vorne kann. Oh Mann, ich muss danach unbedingt die Lanze tauschen, ja. Das stört mich nämlich so ein bisschen, dass die jetzt ihre Lagus-Lanze verschwendet, die mit zu den stärksten im Spiel sogar zählt, ja. Ist gar nicht so schön. Aber leider ist die Stahllanze das letzte Mal zerbrochen, ne? Das war ein bisschen schade. Aber okay. So, hier kriegen wir 6 Schadenspunkte. Machen aber selbst auch nur 26. Das ist zu viel Schaden, was der Gegner ja machen würde. Aber du kriegst das hin, oder? Na, eventuell mit einem Crit. Deine Chance ist jetzt nicht schlecht. Kannst du schon versuchen. Die Situation hier ist eh nicht mehr so schlimm, ja. Also da haben wir uns super durchgearbeitet und tatsächlich, mach da mal was. Wunderbar. Ein Crit, wo ich einen Crit gerne hätte. Das ist ja was ganz Seltenes, ja. Atemberaubend. So. Noch ein Stückchen nach unten. Auch du kannst hier schon mal weitermachen. Eigentlich solltest du ja die Erfahrungspunkte eher kriegen, ne? Dann sollte vielleicht eher hier Chill mal loslegen. Jo, gefällt mir eigentlich noch einen Tick besser. Na dann, los geht's. Sehr schön. Gut angeschwächter Typ. Gut angeschwächt. So, der hier könnte sich jetzt allerdings dann frei bewegen. Was jetzt nicht super schlimm wäre. Jo, ist nicht super schlimm. Alles im grünen Bereich. So, du triffst hoffentlich, ja. Das wäre sonst ein bisschen blöder. Oh, ach so, stimmt. Ingrim triggert ja auch mittlerweile, ja. Der hat einen stark erhöhten Crit mittlerweile. Wäre auch mal interessant, das in Aktion zu sehen, ha? Wird sicherlich irgendwann noch kommen. Ah. Diese Ausgeglichenheit, Wahnsinn. So, und jetzt bist du nochmal an der Reihe. Darfst dir auch nochmal dein Bestes geben mit 90%, ja. Sollte das auch machbar sein. Zur Not muss Rice eben ausnahmsweise mal nicht heilen, sondern angreifen. Ist auch eine Option für Notfälle, aber die Situation ist im Griff, wie man deutlich sehen kann. Waffenlevel schon wieder gestiegen, ha? Huh? Geht ja ab bei dir, ha? Huh? B schon, wow, krass. Sehr gut, also die einzige, die jetzt Schwierigkeiten hätte, wäre das nicht eine Fien. Von daher könnten wir eigentlich auch angreifen, oder? Ja, wunderbar. Eigentlich kann ich dich auch einfach nur dahinstellen, oder? Ist mir sowieso lieber, wenn du Zihak angreifst.
Eigentlich schon. Wahrscheinlich greift er trotzdem Rice an. Aber wird von Rice auch gedoppelt, von daher, ne? Du kannst zumindest ja heilen. Warum nicht? Mit Pflege. Will nicht immer den Purgativ verschwenden. Ich habe eigentlich schon sehr, sehr viele Anwendungen gebraucht bisher, ja. Hab sehr, sehr gut Gebrauch von diesem Purgativ gemacht. Hat sich aber auch gelohnt, da muss man auch klipp und klar sagen. So, hier ist die Situation leider gar nicht mal so toll. Jetzt, wo wir keinen Heiler hier oben haben, kann das hier und da schon mal ganz kritisch werden. Und hier reicht es leider nicht ganz aus. Was irgendwie echt bitter ist, aber ja, ne? Manchmal kann man eben nicht alles vorher bestimmen hier. Und außerdem hätte ich ganz gerne eine nahezu hundertprozentige Sicherheit auch, ja. Und das ist für mich keine nahezu hundertprozentige Sicherheit, leider. Aber wenn auch nur ein einziger Hit landet, ist doch alles in Ordnung. Gott, wisst ihr, wie bitter das wäre, wenn jetzt... Naja gut, Ike ist auch noch da. Es wäre trotzdem übelst bitter, wenn irgendwas daneben geht, ja. Also bitte enttäusch mich nicht, weil das wäre jetzt die große Tragödie, ja. Das darf auf keinen Fall schief laufen. Sehr gut, okay. Wenn nur einer trifft, ist das für mich auch in Ordnung schon. Sehr schön, okay. Gut, das hätten wir. Auch wenn Boyd mittlerweile ganz schön am Ende ist, ja. Er braucht bald unbedingt seine Heilung. So, okay. Gatry kann hier agieren. Moment, vielleicht lieber von hier aus sogar. Jo. Dann darf Stefan finishen. Aber so kriegt wenigstens Gatry noch ein bisschen Erfahrungspunkte, ja. Das taugt. Auf 1. So, und jetzt darf Stefan finishen. In dem Fall. Ja, Ike kann ja keine Erfahrungspunkte mehr kriegen. Ui, wir haben Stefan noch nie angreifen sehen, ha? Bams, wow. Das war unspektakulär. Einfach so, zack, fertig. Gekillt, yay. So, okay, und das wär's auch schon, ja. Wir sehen ja mal, was passiert. Kann ja nicht mehr so viel passieren. Ja, ja, greif Rolf an. Also, der ist tatsächlich sogar drumrum gekommen hier. Na, sowas. Yay, auch schon kurz vorm Level Up, ha? Huh? Ach du meine Güte, warum müssen jetzt eigentlich alle von oben aus agieren? Oh, das ist so bitter irgendwie, ja. Ja, und du mit Leane im Gepäck, das ist das auch nicht so toll. Ugh. Aber sie sind alle super schwach, oder? Naja, stark genug, um Boyd gerade so zu erledigen, sind sie durchaus. Also Vorsicht, ja. Große Vorsicht ist geboten. Naja, du kannst den Anfang machen. Dann kann hier schon mal Gatry finishen. Wenn ich Stefan hochstelle... Ja, wobei Stefan kann... definitiv direkt noch einen erledigen, also wenn wir ein Heilmittel benutzen, ist das alles in Ordnung. Oh Mann, ja, die Verstärkungstrupps hier halt, aber wir haben alles im Griff, denke ich, trotz allem. Hätte nicht gedacht, dass so viele noch von hier aus kommen. Das finde ich jetzt doch relativ erstaunlich, muss ich sagen. Na gut. Hau ihn kaputt, ja. Mach ihn fertig. Oh, okay. Wenn du meinst, das kannst du auch machen. Wenn du es für nötig erachtest, ja, von mir aus. Hab nichts dagegen. Immer weiter so. So, Stefan. Wunderbar, geht perfekt auf. Oh mein Gott, Astra. Okay, das war's. Kann es sein, dass der Astra irgendwie schneller ist? Oder ich habe das Path of Radiance Astra einfach nicht mehr im Kopf. Das war ja... ein reines Maschinengewehr, ja. Wie schnell kamen diese Hiebe? Ratatatatatata. Fertig. Alter Schwede. Das war schon fast gruselig, wie schnell das ging. Holy shit. Oh mein Gott, ich habe das irgendwie als langsamer in Erinnerung. Ich weiß auch nicht. Aber vielleicht war es bei Radiant Dawn, also beim Nachfolger, einfach anders. Okay. Interessant. Wow. Krass. Ich glaube, ich hatte auch gar nicht so viele Astra-Nutzer in Path of Radiance. Tatsächlich bisher so insgesamt. Also auch schon von früher jetzt. Ah, spannend. Es ist wirklich unglaublich schnell gewesen. Bin gerade einfach ein bisschen erstaunt darüber. Wow, was für ein Level-Up. Krass. Sehr schön. Ja, aber ist mittlerweile auch verdammt gut. Er hat schon so viel nützliches Zeugs vollbracht, das Dama. So, wie sieht es eigentlich hier aus, huh? Ja, direkt auf 20. Du kannst eigentlich nach unten reiten.
Dann sorgen wir mal dafür, dass einfach unsere Aufteilung ein bisschen besser verteilt ist, ja. Dass wir eigentlich nahezu das ganze Gebiet einfach abdecken, dann sollte alles passen. Was ich auf jeden Fall mache, ist, dass ich Rice wieder zurückschicke. Das ist echt wichtig. Wir kriegen noch einen Pflegestab, der ist natürlich super. Ich weiß nicht, ob wir den Vorrat überhaupt benutzen können nochmal. Deswegen mache ich das mal so. Ist wahrscheinlich safer. Ja, es gibt relativ viele, die ganz gut hier finishen könnten. Jetzt hätte ich aber schon mal ganz gerne, dass sich noch jemand eventuell... Ja, eigentlich brauchst du es trotzdem, finde ich, am ehesten. Ist halt so mit den Magiern immer ein bisschen so eine Sache für sich, ja. Ja, von mir aus mach erstmal ein Anschwächen, ist in Ordnung für mich. Auch den Waffenleveln zugute, ne? Muss man ja auch sagen. Gift ist zwar nicht so nett, aber hey. Das verkraftet sie jetzt auch erstmal. Trotz allem. So, dann darfst du noch finishen. Geht auch wunderbar auf. Jetzt dauert das doch länger als gedacht, ne? Das ist immer unglaublich. Ich sollte schon gar keine Zeiten mehr nennen eigentlich, ne? Also das Spiel ist einfach langwierig, ja? Man merkt es. Ich vertue mich hier regelmäßig. So, also Soren sollte sich vielleicht hier hinstellen, ja? Einfach mal so ein bisschen Grundaufteilung machen, so. Dass ich ein möglichst großes Feld, wie gesagt, abdecke, ja? So, Marcia stellt sich mal hier hin. Benutze auch nochmal ein Heilmittel. Die sollten alle relativ gleichmäßig geheilt sein, noch vielleicht im Idealfall. So, dann habe ich mir gedacht, stellen wir Kevin hier hin. Dass wir in der Mitte jemanden haben, der ein relativ gutes Gebiet abdeckt. So, du stellst dich eventuell einfach da dazu erstmal. Wir stoßen aber auch dich schon mal rüber. So, und dann gehst du vor allem hier hin. Der Purgativ geht nicht weit genug. Will ich überhaupt irgendwas mit Purgativ heilen? Eigentlich nicht. Weißt du was, dann stellst du dich erstmal hier hin und benutzt nochmal Pflege. Wenn der Fien voll geheilt ist, fühle ich mich hier um einiges sicherer. Die kann halt doch einiges, ne? So, er greift Gatri an anscheinend, okay. Finde ich ganz gut, mach das. Warum auch immer du das vorhast. Zu viel Angst vor dem Astra zu gesehen. Oh Gott, nein. Ich nehme das geringere Übel. Aber Astra wäre wenigstens schneller tot gewesen, ne? Tja. Was hast du jetzt davon? Pech gehabt. Oh, wir können noch ein bisschen heilen anscheinend, so wie es aussieht. Also rüber tauschen später können wir ja sowieso im nächsten Abschnitt. Das ist nicht das Problem, ne? Aber sehr schön, wenn hier noch ein paar Erfahrungspunkte getankt werden. Immer wieder schick. Dann kannst du auch mal hier rüber, von mir aus. Dann sehen wir doch mal, ja. Ja, teilt euch mal so ein bisschen ein. Ich denke, das passt schon. Und wer darf jetzt finishen? Du oder du? Eigentlich eher du. Ist schon wieder kurz vom Level ab, ne? Wahnsinn. So, das kriegst du doch auch hin, ne? Boyd. Jawohl. Ich glaube, er kriegt zwar noch nicht direkt sein Level ab, aber das passt schon so. Wir sind auf dem besten Weg. So, jetzt kann ich auch schon beenden. Es sind keine Gegner da, oder? Ja. Kein Feind, yay. Jetzt kommen wieder Feinde. Tatsächlich kommen alle oben, das ist doch total komisch. Ach, ihr wollt mich aber auch ärgern, oder? Na gut, dann fliegen wir halt rüber. Meine Nerven, ne? Das ist doch der Wahnsinn schon wieder hier. Könnt schon wieder ausrasten. Trollen die mich einfach, ja? Ist doch so, Mensch. So, das hier alles ist alles ein bisschen viel Schaden, finde ich auch noch. Oh, wow, was sind das für Lappen? Die werden von Gatri gedoppelt? WTF. Was könnt ihr eigentlich? Wirklich? Ihr lasst euch von so einem Typen doppeln, ja. Da kommt echt lausige Verstärkung anscheinend hinterher, ja. Aber mehr Erfahrungspunkte für uns. Das gefällt mir jetzt wiederum ganz gut so. Hier kriegst du keinen Gegenhit, das ist um einiges safer, wenn ich das so spiele. Und mit Stefan einfach den anderen erledige. Yep. Jetzt kriegt er auf jeden Fall nochmal ein Level up, der Gute. Leider noch kein Klassenwechsel, erst beim nächsten Mal, aber... hat sich nochmal gelohnt zumindest. So, du darfst den nächsten erledigen. Jo, mit 100% kein Problem. Vielleicht Astrast du ihn ja auch weg, keine Ahnung.
Er macht das so ganz locker, ne, wie er das schwingt. Das sind wirklich so ganz zarte Hiebe mit vernichtender Wirkung anscheinend. Ah ja, wunderbar, so. Nochmal. Hey, da kommt echt nichts mehr, cool. Okay, anscheinend haben wir es geschafft, Leute. Yep, sieht so aus. Und sie mit ihrem Gift mittlerweile sogar schon einfach weggeheilt, automatisch. Ja, sehr cool. Wow, da kommt er wieder. Direkt vor Illy in dem Fall. Ah, diese lästigen Kreaturen, ich wurde überlistet. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Es gibt noch einen weiteren weisen Reiher. Rückzug, lass ihn ihren Preis. Oh, was für ein Idiot. Tja, dann müssen wir den fetten Oliver wohl doch nochmal in den Hintern treten. Ich sehe schon. Verdammt, Herzog Thanas ist geflohen. Was machen wir jetzt, Ike? Sollen wir zurückgehen und der hohe Priesterin Bericht erstatten? Wir sind Herzog Thanas bereits dicht auf den Fersen. Ich habe nicht vor, eine Pause einzulegen, bis wir dieses Monster gefangen und getötet haben. Es ist deine Entscheidung. Wenn dieser Konflikt noch lange anhält, wäre es besser, wenn wir Verstärkung anfordern würden. Noch mehr Verstärkung, ha? Ihr seht schon, das ist der Wahnsinn. Aber was für ein schöner Abschluss für Morgenrot 3, ja? Jetzt kommt Morgenrot 4. Oh Mann, oh Mann. Da ist wieder Rayson. Es kostet mich Zeit, dem menschlichen Unrat aus dem Weg zu gehen. Aber ich habe den Altar fast erreicht. Rayson, geht's euch gut? Tiban, woher? Nealuchi hat uns alles erzählt. Oh, bitte nehmt meine Entschuldigung an. Ich bin einfach so gegangen, ohne euch ein Wort zu gönnen und seht, was passiert ist. Solange euch nichts geschehen ist, ist alles in Ordnung. Lasst uns nach Hause gehen. Bitte gebt mir noch etwas Zeit. Ich kann diesen Menschen nicht erlauben, in diesem Wald zu bleiben. Ich verstehe eure Gefühle, aber wir sind in der Minderheit. Lasst uns auf den nächsten Tag warten. Sobald ich vor dem Altar stehe, kann ich es mit ihnen aufnehmen, mit jedem von ihnen. Ihr meint doch nicht, überlegt ihr, verbotene Magie anzuwenden. Ja, ich werde diesen Monstern den Grabgesang des Untergangs vortragen. Seid ihr des Wahnsinns? Das dürft ihr nicht. Das kann ich nicht erlauben. Ob nun mit oder ohne Erlaubnis, ich werde tun, was ich tun muss. Das ist die Vergeltung für den Völkermord. Vergeltung für den Wald. Rayson, ihr dürft euch nicht durch eure Verzweiflung hinreißen lassen. Jedes Mitglied des Clans der Reihe ist die Verkörperung der Balance. Wenn ihr so handelt, verbiegt ihr eure Existenz. Das sagten alle, meine Familie, mein Volk. Und dann starben sie. Die Menschen waren trunken vor Freude. Sie lachten, sie sangen. Und dann haben sie uns abgeschlachtet wie Vieh. Meine Mutter, mein Bruder, meine ältere Schwestern, selbst meine kleine Schwester Leanne. Alle wurden umgebracht in einer einzigen Nacht. Rayson. Ich weiß, das, was ich vorhabe, beschmutzt die Ehre meines Hauses. Und doch, ich kann nicht verzeihen. Und als ob ihr Verhalten in der Vergangenheit nicht ausreichen würde, verletzen sie jetzt die Heiligkeit des Waldes, ohne eine Spur des Bedauerns. Verfluchte Menschen, ich werde ihn niemals vergeben. Meint ihr, wir würden das nicht verstehen? Er hat recht. Prinz Rayson, es gibt keinen Grund für euch, eure Ehre wegen Abschaum wie diesen aufs Spiel zu setzen. Die Tragödie der Sirenes, das Grauen und der Schmerz jener Nacht leben in uns allen. Lasst uns nach Phönixis zurückkehren und uns einen Plan ausdenken. Ihr habt recht, so wird es nicht gehen. Die ganze Kraft der Nation der Falken steht hinter euch. Die Menschen werden bezahlen. Wie ihr wünscht. Oh oh. Das ist nicht gut. Habt ihr noch nicht genug? Legt eure Waffen nieder und ergebt euch. Wir werden euch das Leben schenken. Oh nein, niemals. Ich werde nicht aufgeben. Noch bin ich nicht am Ende. Geht mir aus dem Weg, ihr mittelloses Gesinde. Eure Existenz ist eine Beleidigung allen Schönen. Alles, worauf ihr aus seid, ist mein Reichtum und meine Schönheit. Elende Straßenköter, ihr stinkt nach Armut und Neid. Oh, natürlich verstehe ich eure Motive. Ja, das tue ich. Wie könnt ihr traurigen Landstreicher nicht so sein wollen wie ich? Das wäre das Letzte auf der Welt. Sei still! Ich bin bestimmt nicht jemand, der sich von Bettlern wie euch einschüchtern lässt. Hohoho! Ho, ho, ho. Im Namen der Göttin werde ich, Oliver Herzog von Thanos, euch üble Abscheulichkeiten auslöschen. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Verteidigt mich mit all der Stärke, die ihr besitzt! Und bringt mir den Kleinvogel, den dieser blauhaarige Flegel bei sich trägt, wenn ihr schon mal dabei seid. Oh, bitte. Ike ist nur noch genervt, das ist so lustig, ja. Und auch dieses ganze Wortgefecht immer. Die ganze Zeit beschimpft für die Fettleibigkeit, das ist so lustig einfach. Ah, ich mag das hier, wie Ike hier drauf ist, das ist total lustig irgendwie. So zwischen den Zeilen, wenn man sich das Gesicht dazu immer ansieht, ah, wunderbar. Da kommen sie, alle Mann, Kampfformation einnehmen.
Sehr cool. Boah, wir haben so viele Leute. Wir können tatsächlich nochmal zwei mehr uns dazu organisieren, ja. Gebt euch das mal. Ich wüsste spontan auch gar nicht, was ich da eigentlich noch dazu addieren sollte, ganz im Ernst. Das ist etwas krass viel einfach, ja. Oh Mann, ey, das ist heftig, ja. So, das ist jedenfalls der vierte Abschnitt. Wahnsinn, ne? Und ja, hier haben wir einen Magier mit Meteor, ja. Das ist sein Range, ja. Sein Kampfradius. Es gibt hier nämlich Distanzmagieren im Spiel, ja. Und das Gewitter, was wir mal ergattert haben, ist einer dieser Distanzzauber. Feuermagie mit hoher Reichweite. Schwer zu beherrschen. Trifft Feinde aber aus der Ferne, ja. Alter Schwede, ey. Was für ein Zauberbuch. Krass, ey. 3 bis 10 ist die Reichweite, ja. Und sogar mit relativ guter Trefferschuss dann doch. Sieht auch sehr spektakulär aus, wenn so ein Meteor runterfällt hier. Das wird lustig. So, ein Pegasi ist mit dabei. Ist jetzt nicht so schlimm. Ein Kurzsperrtyp. Noch ein Kurzsperrtyp. Noch ein Kurzsperrtyp. Aber er hat eine Adeptenrolle. Das ist natürlich was, was wir unbedingt haben wollen. Das ist klar, ne? Boah, so viele gepanzerte Einheiten. Dann hier nochmal ein Rittmeister. Leute mit Effektivwaffen. Das geht halt richtig ab, ne? Hier sogar einer mit Panzerspeer auch. Heftig, ey. Richtig heftig. Ja, da haben wir uns auf was eingelassen. Ihr seht schon, das wird jetzt ein richtiges Gefecht nochmal. Aber es wird auch richtig cool. Wir müssen nur den Anführer besiegen. Hier, Oliver. Er tritt selbst auf, ja. Er ist eigentlich nicht besonders stark tatsächlich. Aber er hat halt Nosferatu. Oh mein Gott. Ja, ihr wisst das wahrscheinlich, was das bedeutet. Fire Emblem-Fans wissen, Nosferatu ist awesome. Und hier sowieso, ja. Hat jetzt keine großartigen Negativeffekte oder so. Das ist super. Und du kriegst direkt so viele KP, wie du Schaden verursachst. Ja, nicht nur die Hälfte. Oh, traumhaft. Das ist ein verdammt starkes Zauberbuch, ja. Auf jeden Fall. Das ist eigentlich auch schon alles, was er hat, Nosferatu. Wir sollten dafür sorgen, ihn möglichst schnell zu töten, dass wir ein möglichst volles Nosferatu kriegen für Ryze. Was Ryze dann auch um einiges besser macht, aber Gewicht 12 kann man sich schon vorstellen. Es gibt einen Slowdown um 10 momentan, ist lustig, ne? Ah, es ist so schade in dem Fall. Mit Gewichten. Ich finde das immer komisch, ich stelle mir so merkwürdig vor, dass Zauberbücher so schwer sind, weißt du, kriegst da so ein Buch und dann ist das irgendwie, keine Ahnung, so 10 Kilo schwer oder so, WTF. Oh mein Gott, okay. Ich weiß nicht, ob ich Verstärkung mitnehme, das ist echt so gerade, also. Ich weiß nicht, ich glaube, ich will keine Verstärkung mehr. Ich glaube, das war tatsächlich zu viel. Außer ich mache es tatsächlich so, dass ich vielleicht, keine Ahnung, mir einfach Lethe hinstelle, weil Lethe wird garantiert von ihm angegriffen, ja. Mit seinem tollen Meteorzauber. Weil 22, naja gut, ich muss vorsichtig sein. Das sind hier 22 plus 11, 33 Schaden kriegt Lethe mit einem einzigen Meteor, ja. Wow, das würde sie gerade so überleben. Krass, ey, oh mein Gott. Das ist schon heftig. Aber das könnte man tatsächlich machen, ja, um das zu triggern. Ich glaube, das mache ich sogar. Einmal ist doch drin, oder? Vor allem hat Lethe relativ gute Ausweichchancen. Das kommt auch dazu. Ach so. Ja, das würde ja eh dauern, bis die ankommt. Na, dann ist das Mist. Nee, dann lassen wir das. Dann holen wir uns keine Verstärkung. Aber Leute, wie auch immer, ich denke, wir beginnen damit wirklich beim nächsten Part, ja. Da will ich wirklich gut gestärkt sein für den Kampf, ja. Mir nochmal meine Gedanken dazu machen und so. Items hin und her traden. Da gibt es doch noch das eine oder andere an Vorbereitungen, was tatsächlich notwendig ist, ja. Aber wird ganz cool, ja. Wie gesagt, es wird noch viel passieren. Seid gespannt, Leute. Und damit verabschiede ich mich auch für heute. Auf jeden Fall natürlich wieder vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Path of Radiance.